Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Gönnt euch die App unten in der Beschreibung. Wir haben geschwitzt, wir haben gelitten, wir haben die ganze Zeit gezockt, um dieses Pack freizuschalten. 89 plus garantiertes mit Icon Pack, Icon Swaps. Wir haben uns dafür entschieden, beziehungsweise ich habe euch gefragt und ihr habt gesagt, Max, vertrau uns. Nimm das 89 plus Icon Pack und es wird dich nicht enttäuschen. Das werden wir heute aufmachen. Des Weiteren gibt es noch 5 86 plus Upgrade Packs in der Hoffnung auf ein paar geile Headliners. Eskaliert gerne mit einem Daumen. Da würde ich mich aber mal mächtig freuen und schreibt natürlich in die Kommentare, für welche Icon Swaps ihr euch entschieden habt. Habt ihr das Pack eventuell noch? Dann könnt ihr mir gerne auch auf Instagram schreiben. Können wir das Ganze zusammen aufmachen? Digga, das Ding ist, ich habe überlegt zwischen Mid-Icon oder Prime und 89 Plus. Und auf Instagram glaube ich 53% hierfür. Am Ende hoffe ich einfach mal, ihr habt mir das Richtige gegeben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Ich bin heiß. Und ich habe irgendwie aber auch Angst. Denn wir sind das erste Mal auch hier auf der PS5. Und da will ich aber eine gewaltige Icon sehen. Gönnen wir uns jetzt mal hier, ja, das 86 Plus Pack von Like Ash, Ehrenmod. Bin gespannt. Beim ersten, glaube ich, hatte er den Busquets drin. Das wäre jetzt nicht so das Wahre, würde ich mal behaupten. Aber meine Pack-Luck-Finger, die werden jetzt regeln, Freunde. Klare Sache, das wird ein Headliner. Mit der Nase ins Glück. Let's go. Schauen wir mal hier für Like Ash, Bro. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich wünsche dir einen Headliner. Aber es wird auf jeden Fall nicht Headliner sein. Es ist aber okay. Oblak. Aber sowas von okay. 91er. Hat er, glaube ich, die SBC raus. Das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Ja, doch, sollte er raus haben mit Jan Oblak. Ich habe gar keine Ahnung, wie teuer der ist. Aber ja. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Dennoch, ich check mal ganz kurz den Preis ab. Kostet der, ja, jetzt durch die ganzen SBCs und so schon sehr viel. Da, ich meine, du hast Alisson reingesteckt, ja, muss man schon jetzt hier was erwarten. Also, ein Headliner, Benjeda oder keine Ahnung was. Da gibt es schon gute, muss man sagen, ne? Puh. Hast du Hoffnung? Wir werden es sehen. vielleicht Lewandowski für Ranking. Okay, komm, ich wünsche dir viel Erfolg, Bro. Jetzt muss aber EA, Mann. Okay. Jetzt müssen die mal ihre Finger im Spiel haben und mal Packler gönnen. Das ist sogar ein Headliner. Ist es sogar? Ui! Ja. Und welche? Ja, moin. moin, Radetzky. Ey, da denkst du dir, come on, Headliner. Und dann kommt Radetzky. Und dann Radetzky, ja. Perfekt, Freunde. Perfekt. Super. Aber man weiß es nicht. Wenn Leverkusen wieder gut spielt, kriegt er noch ein Upgrade. Wow. Stimmt. Er kann es ihn irgendwann abgeben, wenn er ein bisschen höheres Rating hat. Naja, das muss man schon wieder sagen. Hm. Ey, wenn dann so ein Headliner kommt, dann gönnt doch EA wenigstens was halbwegs Normales. Shit. Der passt ja auch wieder perfekt rein ins Team. Okay, 86 plus, ja, da kann ja trotzdem auch so eine Headliner-Karte drin sein oder so, ne? Entweder Rating oder halt irgendwas Spielbares, weil ab und zu spiele ich darauf auch, also. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Ja gut, dann ja, würde ich sagen, machen wir mal mit der Nase auf, ey. Auf entspannt. Schauen wir mal, ob da was geht. Oha. Bin gespannt. Yay, gönn eine gute Schnuppe erstmal. Ja, okay, kein Headliner. Oh. Frankreich aber. Ja, Torwart perfekt. Oh, egal. Mein Gott. Egal, nehmen wir mit. Ist okay. 87er Loris. Ne? Ist okay, nehmen wir mit. MVP wär schmackhaft. Ja? Der wäre richtig schmackhaft in dem Team. Auf jeden Fall. Ich meine, ich hab vielleicht ein paar. Pass auf. Ja, hau mal raus. Pass auf. Zeig mal dein Team hier. Jetzt kommt's. Alter, einfach den Freeze hier gezogen. Ne? Ja. Oh, Junge. Da wären wir 86 plus auf unserem Road to Glory Account. Ich erwarte wirklich gar nichts. Ich erwarte wirklich gar nichts. Und das ist das Einzige, was ich dazu sage. Schauen wir mal. Dieses Team wird es sein. Uiuiui. Und das erste Mal hier auf der PS5 mit ordentlich Packluck. Wir gehen rein.
gehen rein oder nicht? Das ist hier die Frage, yeah, ja oder nein? Packluck oder nicht? Es ist kein Headliner zumindest. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Jo, David, Junge. Mach es, mach es. David, dich her. Hui. RTG Packler. Main Account kann ja nur besser werden. Ter Stegen brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber wisst ihr, was mich wundert? Diese Ruhe von der PlayStation. Man hört kein Rauschen mehr. Ich bin überzeugt, dass das jetzt hier uns Kraft gibt für ein bisschen besseres Packler. PS5 Packler oder nicht? Wahrscheinlich sollten wir wieder zurück zu der rauschenden PS4, weil da rauschen uns die guten Spieler rein und hier werden wir jetzt sehen, Freunde. Komm schon. Besser als De Gea. Da lege ich mich fest. Besser als De Gea, Headliner. Headliner ist da. Headliner Mkhitaryan. Was sagt ihr dazu? Oh, schwieriger Hase. Ja, ja, doch von den Stats her. Der hat doch 5 Sterne Weakfoot, der Mickey Mücke, oder? Damals noch, damals nannte man ihn Mücke und heute ist es der Mickey. Und ja, keine Ahnung, von den Stats her ist er in Ordnung. Aber wenn ein Headliner kommt, dann habe ich halt ehrlich gesagt immer Hoffnung. Dann habe ich halt wirklich immer Hoffnung, dass da wirklich was Dickes kommt. Aber ganz ehrlich, ja, der kostet mehr als die SBC und mit 5 Sternen Wakefoot, wenn er noch ein paar Special Cards bekommt, kann der doch ganz nice sein. Ich werde den auf jeden Fall behalten und ja, doch kann man auf jeden Fall so sagen, dass das sehr klar geht. Time to shine, Freunde, unser Icon Packluck, ja, das war bisher wirklich not bad. Und wir haben natürlich diese 16 Tokens schon erspielt und wir werden sie jetzt gemeinsam reinhauen. Also ganz ehrlich, ich erwarte da nichts. Aber ich bin auch enttäuscht, wenn da wirklich nur Schrott kommt bei diesem Pack. Ne? Das ist das Gewaltigste und das ist auch das Erste, was ich persönlich sehe. So, zweites müssen wir jetzt ja auch noch abgeben. Und dann haben wir es. Und dann haben wir es. Nochmal 8 Stück. Nein, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück, Freunde. Mach bitte kein Auge. So, wir haben die ersten ja schon abgegeben. 89 plus mit Icon. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was haben wir getan, Freunde? Ah, hui. Ich brauche, wie gesagt, Verteidiger oder Sechser. Alter, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gibt es sowas? Das muss doch machbar sein. EA Sport. Gucken wir uns mal an, was wir hier ziehen können. Denn das ist wirklich, denke ich, für viele auch nochmal interessant. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ab 89er mit Icon haben wir hier ein David Beckham. RM, ich muss sagen, nicht so das, was ich haben möchte. Ein Schweinsteiger, okay, würde ich sogar mal testen, hat aber leider nur 68 Pace. Lahm, wow, den würde ich feiern. Riquelme, ja, wisst ihr selber. Rush, wisst ihr selber. Didier Drogba, geht klar. Sanchez, naja, naja, Kaká, haben wir die Baby schon gezogen, muss ich jetzt nicht nochmal ziehen. Ballack wäre auch wirklich wild. Gerrard wäre auch wild tatsächlich, ja, der wäre auch wild. Wäre ich gar nicht so von abgeneigt, Trezeguet. Ja, kann man sich, denke ich, selber beantworten. Sokratis, ja, würde ich jetzt auch nicht so fühlen. Klose, ja, auch nicht, weil, ja, ihr wisst schon selber, kann man nicht spielen. Pavel Nedved, okay, da aber mit wirklich Biege und Brechen. Shira, Scholes, Moore, Lineker. Alter, was gibt's denn hier noch Schlechtes zu ziehen? Boah, oh, Gixiero. Cannavaro, okay. Da ist sogar der Baby besser. Van der Sar, auch nicht so das Geile, weil wir haben seine Baby-Icon. Laudrup, puh, schon viel Schmutz dabei. Haji Blanc wäre top. Ja, Xavi mal was Neues. Wäre natürlich erste Sahne. Samuel Eto'o sowieso. Cantona, Douglas. Boah, ey, wenn jetzt sowas kommt, ne? Und wir sind gerade auf Seite 2. Jetzt kommen wirklich die ganz Mächtigen. Pirlo, naja. Aber dieser Carlos Alberto wieder anders wild. Rivaldo. Haben wir schon, brauche ich nicht nochmal. Butragueño wäre krank. Stoichkov, okay. Van Nistelrooy nicht okay. Luis Figo, ja, nimmt man mit auf jeden. Nesta nicht so. Best auf jeden Fall. Hullet, Digga, Hullet.
Puyol, na, Ori, ja, auf jeden nimmt man, schmeichelt nicht. Bergkamp ist sogar auch noch relativ spielbar. Del Piero auch auf jeden, auch sehr, sehr stark. Baggio in Ordnung, Cruyff, Eusebio, brauche ich nichts zu sagen. Baresi, verbassen, Ronaldinho, ja. Liv, Yashin, Matthäus, ja. Puskas, ja. Garincha, ja. Maldini, ja. Zidane, gib mir die hier, Alter. Puskas, Garincha, Maldini, Zidane, ich werde zufrieden. Ronaldo, R9, braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Maradona und Pelé, das sind die Optionen. Ihr wisst, wie unser Pelé kam, mit der Bronze-Mentalität. Und die muss traditionell jetzt hier durchgeführt werden, bevor wir da reingehen. Alter, Junge, mir geht aber wirklich die Pumpe jetzt. Mir geht wirklich die Pumpe. Man hat gesehen, es gibt natürlich viel Schmutz, aber man kann natürlich auch ordentlich reinlacken. Und da will ich auch gar nicht euch auf die Folter spannen, aber ich bringe mich hier gerade selber in Folter. 89 plus mit Icon Swaps Pack. Was habt ihr gemacht aus den Icon Swaps? Wer auch noch sich Icon Packs da spielt, schreibt mir gerne auf Instagram. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, bitte. Ihr habt es gesagt, Max, vertrau uns, da kommt was. Und jetzt machen wir es auf. Mit der Brille ins Nichts. In 3, 2, 1. Unser 89 plus mit Icon Pack wird geöffnet. Auf der PS5 für Packlack EA Sports. Hau einen raus, hau einen raus, hau einen raus, hau einen Engländer raus. Hau einen Engländer Stürmer raus. Mit Icon. 89 plus mit Icon. Ja. Das hat sich aber mal mächtig gelohnt. Boah, tut das weh. Alles umsonst gemacht, ey. Puh. Boah, ich bin gerade ehrlich bedient. Ich bin gut bedient. Ja. Ja, ja, okay, okay, okay. Da muss ich sagen, man kann nicht immer viel Glück haben. Man kann nicht immer Glück haben. Aber diese ganze Zeit, die man da reingesteckt hat, das ist ein bisschen sehr schmerzhaft. Da, glaube ich, fühlt jeder mit mir, oder Jungs? Ja, was hattet ihr? Unser 89 Plus mit Icon Pack, mit Alan Shearer, den kannst du ja noch nicht mal für die Vergangenheit benutzen, weil der war bei Newcastle und bei wem auch sonst. Legende, Digga. Mehr kann ich nicht sagen. Lass gerne einen Mitleidsdaumen da. Schreit gerne rein, was ihr gezogen habt. Junge. Killt mich, EA. Killt mich. Den Typen, Alter. Freunde, haut rein. Wow.